Ja, wir haben mal zwei Varianten, entweder im Freibereich, was man sich anschauen kann, oder eben in die Ausstellung selber. Wobei wir in der Ausstellung selber haben wir ja viele Sachen, was echt attraktiv sind und was für alle Schichten von den Leuten auch interessant ist. Das ist vom Eisberg angefangen bis zum Glockner Kino. Dann haben wir eine tolle Automobilausstellung, wir haben auch tolle Motorräder da, eine Erlebnispfad für Kinder haben wir und dann noch einen Riesenraum vom Nationalpark aus. Also für die ganze Schichte quer durchs Programm, was da richtig toll zum Anschauen ist. Wenn wir dann rausgehen ins Freie, dann haben wir natürlich viele Sachen zum Wandern einmal. Man kann auch runter zur Basterze gehen, wo auch die Gletscherbahn runtergeht. Oder man kann sich dann noch oben rüber den Panoramaweg gehen. Der führt rauf zur Swarovski-Warte, wo auch so eine kleine Ausstellung oben ist. Also es ist einfach für alle irgendwas dabei. Da kannst du locker verbringen nach oben, also das ist überhaupt keine Affäre, weil man kann ja dann auch die ganzen Tiere beobachten. Das ist von Steinbock angefangen bis zu den Murmeltiere, Steinadler, alles da oben richtig in freier Wildbahn und das ist einzigartig.